Hallo Leute, mein Name ist Hostas T und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Hinter mir seht ihr die Holzfarm oder zumindest das, was wir in den letzten beiden Episoden gebaut haben. In der heutigen Folge wollen wir uns darum kümmern, dass das ganze Holz, das hier durch diesen Schlitz rauskommt, auch ordentlich zerhackt wird, so dass wir es in Kisten verpacken können. Der erste Schritt hier ist, dass wir ein Signal rausbekommen. Das machen wir hier von diesem Block. Zwar hier zwei Repeater. Der erste ist auf 1 Ticks und der zweite ist auf 3. Dann hier nochmals ein Block. Dann hier ein Trapdoor. Und dann hier drauf. Scaffolding, so. Und wenn dieser Block gebaut wird, klappt dieses Trapdoor um und der Zustand von diesem Trapdoor ändert sich. Und wenn wir jetzt 21 hochgehen, dann sind wir in der richtigen Höhe. Und da oben können wir dann unseren Mechanismus bauen, der uns das Holz zerkleinert. Der Mechanismus verwendet TNT, und dieser Observer ist falsch rum. Ein paar Hilfsblöcke. So. Dieser Observer muss diesen Block hier beobachten, damit er feststellen kann, wenn sich der Zustand ändert, weil sich das Trapdoor da unten umklappt. Und das ist natürlich so, wir werden hier nur, das ist dann im Wesentlichen der Ein- und Ausschaltknopf. Wenn wir hier den Mechanismus über das Fass aktivieren, bekommen wir einen Puls raus, der auf der einen Seite diesen Mechanismus hier aktiviert, der die Zeitschaltuhr, den Timer startet und das Ganze hier unten gehen lässt. Und auf der anderen Seite geben wir ein Signal nach oben, das uns sagt, okay, wir sind bereit. Wir möchten jetzt das TNT haben. Und weil das so ist, dann gehe ich halt noch einen raus, damit ich die Pisten hier richtig platzieren kann. Und hier brauche ich. Heute will das einfach nicht so richtig. Hier nochmals einen Observer. So. Und dann brauchen wir hier einen normalen Block, der gepowert wird. Und dann nochmals eine Piste mit einem kleinen Block.
und der Rest. Da baue ich mal hier unten ein Gerüst, dass wir hier von unten dazu kommen. Denn wir brauchen hier einen Observer, der ist in die falsche Richtung. Ja. Aber das können wir so machen. Hier der Block in diese Richtung und dann können wir von hier oben relativ einfach Block platzieren. Sehr schön. Und wenn dieser Block rausgeschoben wird, sendet dieser Observer ein Signal in den Slime-Block und dann haben wir hier einen Mechanismus haben, der auch wieder als Uhr funktioniert. Und zwar zwei raus, einen rüber. Und dann hier auch nochmals einen. Und da dazwischen brauchen wir ein paar Repeater. Die gehen hier so im Kreis rum. Und weil dieser Block, dieser Slime-Block, dann ja an dieser Stelle sitzt, werden wir eigentlich ein Signal bekommen, das immer im Kreis ist. Und wir machen all diese Repeater auf Max Delay. Und dann, hier war ich etwas vorschnell. Denn hier auf dieser Seite geht unser Signal raus, ohne Verzögerung. Und von hier geht es dann in unseren TNT-Duper rein, der uns das angezündete TNT besorgt, das wir aufs Holz fallen lassen können und dadurch wird das Holz zerlegt. Ein TNT-Duper ist eine diffizile Angelegenheit und die Version, die wir hier konstruieren, ist nicht die einfachste Variante. Ich mache hier mal den Unterbau mit einem Observer nach unten. Das heißt, wenn dieser Block da oben gepaart wird, wird der Observer da runter geschoben und wird hier unten dann was powern. Und dann geht es hier oben weiter, wo wir auch auf dieser Seite brauchen wir eine Sticky Piston. Da kommt
Kommen ein paar Slime-Blöcke ran. Effektiv in dieser Formation. Und dann so. Und dann hier vorne kommt eine Wand hin, ein Wall. Und dann brauchen wir hier ein Coral Fan. Was für einer ist im Wesentlichen egal. Und dann hier oben auf diesem Block hier Activator Rail und ein Minecart. Und wenn sich dieser Mechanismus nun bewegt, wird das TNT, welches wir initial hier platzieren, nach der ersten Aktivierung wandert das hier runter. Das wird dann entzündet. Aber aufgrund der Update-Reihenfolge mit diesem Coral Fan wird das TNT auch dupliziert. Das heißt, wir entzünden einen Block, bekommen aber gleichzeitig einen neuen, der immer noch hier darunter klebt. Und so stellen wir sicher, dass wir mit einem TNT-Block quasi unendlich viele TNT entzünden können. Nun, der nächste Teil, da geht es darum, das TNT ein bisschen zurückzuhalten. Heikles Timing und auch korrekt zu alignieren, so dass es genau schön nach unten fällt vor die Bäume und dort explodiert. Um das TNT sauber zu alignieren, brauchen wir hier drunter ein Fencegate, dann auf dieser Seite Glazed Terracotta, denn der Slime bewegt sich da drüber und dieser Block soll sich ja nicht bewegen. Dann auf dieser Seite können wir einen normalen Block haben. Und wir wollen ja, dass das TNT runterfällt. Drum öffnen wir das Fencegate. Und um eine saubere Alignierung zu haben, hier links und rechts noch ein Wall. Und der connected zum Fencegate und dadurch haben wir die perfekte Größe. Dann hier drunter nochmals zwei Fencegates, die aber geschlossen sind. Und dann hier platzieren wir den Block, der gepowert wird, wenn der Observer runtergeschoben wird. Dann hier drei Blöcke und auf diesen Blöcken können wir dann drei Repeater in dieser Richtung haben. Alle hin mit Maxi Lay. Und wenn dieser Block gepowert wird, wird das obere Fencegate geöffnet. Und für den Mechanismus
fürs untere. Da brauchen wir etwas mehr. Und da beginnen wir mit diesen beiden Pistons. Und das untere werden wir dann von dieser Seite her öffnen. Hier beginnen wir mit zwei Observern, die nach oben das Signal weitergeben. Und zwar sind die so versetzt. Das heißt, die beiden Pisten werden gleichzeitig feuern. Aber das eine Mal wird dieser Observer rausgeschoben und das andere Mal der Observer eingezogen. Und dann hier drauf Blöcke. Dann hier. Und jedes Mal, wenn der Observer unter diesen Block geschoben wird, wird dieser Block gepowert. Und dann haben wir hier Repeater und dieser vordere ist auf einem Tick und der auf drei Ticks und dann brauchen wir hier nochmal einen Block und dann hier und dann geht das. So runter. Redstone. Drei raus. Hier ein Block oben drauf. Dann haben wir hier auch nochmals drei und dann hier Repeater, Repeater, Repeater und selbiges auch in der anderen Richtung. Dann müssen wir die nur noch richtig einstellen. Da. Repeater, Repeater, Repeater. Alle auf Max Delay. Und diese werden dann das untere Tor öffnen. Brauchen wir diese hier nicht mehr. Alles zurückbauen. Und da hatten wir schon ein Signal. Was wir jetzt hier oben noch machen müssen, ist sicherstellen, dass der wandernde Trader nicht hier oben auf einem Slime-Block spawnt und uns den Minecart verrückt, weil das könnte das ganze System auseinanderbringen. Hier unten habe ich ein Sammelbecken angelegt. Es sollte tief genug sein, sodass es keinen Schaden nimmt, wenn TNT von oben kommt. Und das ist dasselbe Prinzip wie bei der Eisenfarm. Nur einen Block kleiner, weil hier in der Mitte haben wir nur einen Block mit einem Hopper darunter anstelle von den 3x3 da drüben. Nun wollen wir aber sehen, ob das Ganze auch so funktioniert,
wie es soll. Ja, wir bekommen Säpplinge. Ja, und ich höre auch Explosionen. Initial. Okay, die initiale Explosion hat uns hier so ziemlich alles zerstört. Irgendetwas scheint hier noch nicht ganz richtig zu sein. Das ist nicht ungewöhnlich. Gut, dann zweiter Versuch. Das sieht soweit gut aus. Wunderbar. Möglicherweise war das Problem, dass einer der Observer da aktiviert wurde, als ich den Block darunter gebrochen habe. Ich denke, dass ich es genau so wieder aufgebaut habe. Und hier haben wir etwas Birke drin. Und ich werde Birke brauchen und etwas Eiche, um hier rundrum etwas erstellen zu können. Nun, das war's aber für heute mit diesem Monstrum hinter mir. Sollte ich genügend Holz produzieren können für das, was ich brauche, zumindest solange ich auch genügend Bone Meal habe. Das war's für diese Folge. In der nächsten Folge bauen wir etwas rundherum, sodass wir diese Holzfarm-Projekt abschließen können. Also bis dann. Tschüss!